Hallo und willkommen zurück zu Tschernobyl Light, einer weiteren Folge. Und ja, ich habe das Spiel gerade geladen und starte hier, denn ich weiß ja, ob er beim letzten Mal nicht gespeichert hat. Ich würde sagen, wir geben mal hier den Ration auf Maximum. Den seine Psyche nimmt ab. Ich weiß nicht, wie ich denn seine Psyche noch ein bisschen verbessern kann. Müssen wir mal schauen. Genau, hier haben wir letztes Mal aufgehört. Ja. Wir sollten den Abend so langsam ausklingen lassen. Jetzt habe ich hier zwei Symbole. Oh. Ja, das kennen wir schon. Das, keine Zeit dafür. Genau. Ich habe schon quasi... Das haben wir schon gebaut ein bisschen. Wir müssen mal gucken, dass wir den nächsten ein bisschen mehr bauen. Achso, wir wollten unser... Ah, warte mal. Moment. Siehste? Ich habe keine Ahnung von dem, was ich tun wollte. Und mir fällt es direkt ein. Siehste, hatte ich recht in der letzten Folge, glaube ich. Denn ich wollte hier ein bisschen das Lager füllen. Ja, wie konnte ich das... Konnte ich es irgendwie schnell übertragen? Konnte ich das nicht irgendwie schnell übertragen? Naja. Kann ich noch so ein... Warte mal. Kann ich noch einen Schrank bauen? Baumenü war B, ne? Jetzt muss ich mal eben schnell gucken. F war Eingabe. Luftqualität, Energie, Schlafplatz. Was ist das hier? Angetriebene Werkzeuge, nee. Hier war das, glaube ich, ne? Lager. Hier, genau. Ich würde gerne noch einen bauen. Kann ich noch mehr bauen? Was ist das denn hier? Eine einfache Vorratskammer. Es passt aber viel rein. Ja, dann nehmen wir die doch mal. Da wird doch wahrscheinlich mehr reingehen, oder? Ja, guck mal an. So, hier. Muss ich das echt einzeln machen? Konnte ich das nicht nehmen und platzieren? Das war nervig. Wenn ich das so sagen darf. Das wünsche ich mir ein bisschen einfacher. Und der Kasten ist auch schon voll. Wir haben sogar noch eine Kalaschnikow gefunden, glaube ich, beim letzten Mal. Hier war, glaube ich, jetzt auch noch Platz, ne? Genau. Ich meine, klar, wir haben Ressourcen ohne Ende. Metallplatte. Okay, Brot haben wir auch noch hier. Ja, Medipack, Salben. Ganz toll. Ich müsste noch ein Dings bauen, ne? Gib mir mal die Metallteile her. Ich weiß nicht, ob er das zählt, wenn wir das im in der Dings haben. Können wir den großen auch nochmal bauen? Ja, komm. Eine Menge Zeug lagern. Ist hier noch mehr? Ach, da geht noch mehr rein. Ja, dann nehmen wir doch den. So, warte mal. Schrotpatronen sollte ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Die Kalaschnikow tue ich erstmal weg. Das Brot packe ich auch hier mit rein. Und wir können nur drei Salben stacken. Desinfektionsspülung und Bandagen behalte ich so. Ich denke, das Spiel wird nämlich auch nicht leichter. Und die Schrottteile packe ich auch hier mit rein. So, weil ich will Schrotflinte und Revolver mitnehmen. Das ist eine Schnellauswahl, ne, oder? Naja. Gut, haben wir das erstmal so gelagert. Das ist also der Größe, warum der mehr reinkriegt als wie der. Ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, ist ja egal. Was wollte ich gesagt haben? Hier geht auch noch was rein. Ja, hier war auch nochmal Metallteile. Müssen wir noch ein bisschen sortieren. Achso, ich wollte Munition mitnehmen, ne? Shotgun Shells. Die können wir doch stacken, wollte ich gerade sagen. Shotgun Shells, ganz wichtig, sonst haben wir keine Munition. Kann ich die mal eben ausrüsten mit der 3 und nachladen? Mit der 1 der Revolver, der ist nachgeladen. Und dann haben wir noch 10 dabei. Das finde ich ganz cool. Gut, dann würde ich sagen, Leo muss mal schlafen. Wir haben unser Inventar aufgeräumt.
und fangen ein... Achso, du hast ein... Du hast genügend Hinweise auf der Tafel gefunden, um ein vergangenes Ereignis zu simulieren. Bist du sicher, dass du lieber schlafen... Oh, warte mal, nein! Was? Was? Vergangenes? Was? Was? Wo? Prüfen? Aber genügend Hinweise? Das haben wir schon gelesen. Hä? Was? Hinweise 4 von 7. Fakten 4 von 4. Simulation bereit. Ah. Simulation laufen. Die Wurmloch-Untersuchung wird die ganze Nacht dauern. Bist du sicher, dass du... Ja. Oh, jetzt verstehe ich. Das ist dann wie tatsächlich wie bei... Oh. Wie bei Get Even. Das sind ja die Get Even-Macher. Da war das auch mit so einem Gerät auf dem Kopf. Aber das war so großartig, das Spiel Get Even. Das war so großartig, das Spiel. Und ich spiele es übrigens mal wieder ohne Kamera. Nicht wundern. Einfach, weil ich mal Lust drauf habe. Café Pripyat, Nachmittag. 25.03.1986. LOL. Wie cool ist das denn? Das Café kennen wir schon, ne? Красиво. Действительно, Игорь, изготовлено в Ленинграде. Замечательно. Что? О, нет, нет, дорогой, мне нравится мой подарок на день рождения. Нет, правда, я просто... Я... Знаешь что? Забудь. Просто... Просто очень тяжелый день на электростанции. Sie war also beunruhigt. Okay, das finde ich ja cool, dass man hier so Rückblicke hat. Das ist ja geil. Man muss also Hinweise sammeln, um Rückblicke zu bekommen, um halt dann die Story voranzutreiben. Das ist natürlich auch sehr interessant. Kann ich hier sterben? Nein, ist eine Alpha-Wand. Okay. Aber wie cool das hier aussieht. Alter Schwede. Und alles hat doch ein bisschen was mit dem Kraftwerk auch zu tun, in diesem Chernobyl Light hier, was wir hier sehen. Kommen wir jetzt wieder zurück. Leningrad, Nachmittag, 25.04.1986. Also haben die vielleicht vermutet, dass Tatjana vom KGB ist, aber ist es ja nicht, ne, anscheinend. Der Schillips, der gute Schillips, wer hatte den guten Schillips nicht gehabt? Und wer sind die jungen Männer und Frauen und Damen und keine Ahnung, wahrscheinlich Entwickler, würde ich jetzt behaupten. Das Foto ist ja allerliebst.
Was haben wir hier? Okay. Irgendwelche Unterlagen auch übrigens. Ah, hier. 1982. 83, bis 83. Schicke Küche. Dann gehen wir mal weiter. Das Café wieder, ne? Café Pripyat, Nachmittag. 10.09.1990. Stimmt, wir haben herausgefunden, dass die irgendwie Probanden irgendwie getestet haben. Das haben wir gelesen gehabt, ne? Und er sagt irgendwas vom Portal öffnen. Wir können ja auch durch die Portale hier reisen. Kann das sein, dass sie das dazu genutzt haben, um halt Dinge rauszufinden, um zu hintergehen? Irgendwie dann KGB und Tralala und Pipapo, und dann haben sie Tatjana dazu benutzt und... Ach, ich weiß auch nicht, aber das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich schmelze gleich mal. Lass mich sterben. Sie spricht dann in der Vergangenheitsform. Ich vermute, sie ist schon tot, oder? Weil sie sagt ja, jage nicht die Geister der Vergangenheit. Tag 6, die Zuflucht morgens. Spannend. Simulation abgeschlossen, okay. Gut. Weil es jetzt Abend, ich glaube, wir müssen schlafen, ne, oder? Ah, nee. Morgen, Entschuldigung. Guten Morgen, Igor. Wie geht's denn dir so? Oh. Oliver, Igor. Прием, это секретный агент Данте 007. Оливер, как слышно, прием. Михаил, ты куда, черт возьми, подевался? О, Игорь, мне нужна твоя помощь. Я в здании, которое я подорвал. Я застрял. А еще здесь что-то есть. Что-то очень стрёмное бродит. Я так рад слышать твой голос. Только возьми противогаз, если решишь сюда забраться. Это в доме, рядом с памятником. Не пропустишь. А газ очень эффективен. Новый токсин. Горчичный. Называется агент Оранж. Да уж, мистер спецагент. Ты же ничего не смыслишь в нервном газе, верно? Бас. Das Gas hatten wir schon mal gesehen in dem einen Raum, falls ihr euch entsinnen könnt. Das war ziemlich am Anfang so, weiß nicht, Folge 3 oder 4. Da haben wir schon mal so einen Raum entdeckt gehabt, wo wir quasi
nicht reinkamen. Die letzte Aufgabe lief nicht sehr gut. Mikhail kann das mit dem Giftstoffen gehüllte Gebäude nicht verlassen. Stattdessen detonierte er weitere Anklang, um die Nahe zu stoppen. Ich muss die Gasmaske holen und die rausholen. Das machen wir mal. Und er bleibt mal in der Basis. Weil... Es bringt nichts. Seine Psyche ist halt voll down. Ich weiß nicht, wie ich die besser kriege. Er soll mal in der Basis bleiben. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Nein. Ich will hier oben. Genau. Und er bleibt da. So, jetzt geht's aber los. So. Wir sind ja Igor. Igor, das Schreckliche. Один носорог один, это синяя птица, прием. Это носорог один. Докладывайте, синяя птица, прием. Носорог один, ваши координаты. Вы видите группу носорог два, прием. Синяя птица, никак нет. Никаких следов носорога два. Вижу здание 800 метров к северу. Одно выглядит так, как будто после недавнего взрыва. Ждем приказов, прием. Носорог один, ждите дальнейших указаний. Конец связи. Tag 6, Moskau Auge, Nachmittag. Okay, dann schauen wir mal. Wir werden hier ja wahrscheinlich ein wenig Besuch bekommen. Dann werden wir nochmal schauen. Die Mission. Da hinten brennt's. Alter. Wir müssen unseren Freund Mikhail retten. Oder Mikhailic, oder wie der heißt. Ah, die Musik dabei immer. Und das wird wahrscheinlich auch Aufmerksamkeit erregt haben. Das heißt, sie sind wahrscheinlich auch Leutchen am Rumlaufen, Soldaten. Alter. Ah, jetzt habe ich den anderen Revolver weggetan, ne? Ich wollte doch einen haben ohne Scope. Naja, egal. Was soll der Geiz? Dafür habe ich ja immer noch die hier. Ne? Da fühle ich mich ein bisschen sicherer bei. Okay, noch ist es ruhig. Ich scanne mal so ein bisschen die Gegend. Vielleicht finden wir ja ein paar Ressourcen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Müsste das Gebäude sein? Hier waren wir am letzten Mal welche am Stehen. Ist es das Gebäude? Ja, es ist das Gebäude. Aber wir müssen, glaube ich, erst die Gasmaske finden, oder? Weil ohne Gasmaske... Wo war der? Oh fuck, der kommt hier lang. Oh fuck. Oh fuck, der kommt hier lang. Scheiße. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Der ist, glaube ich, stehen geblieben. Verdammt, die Stiefel. Da ist er. Komm mal her. Ich zeige dir gleich mal Stiefel. Mein Stiefel in deinem Gesicht. So. So, weg mit dir. Lass los. Mando. Du Schlingel. Du bleibst jetzt mal schön hier liegen. Dann loote ich dich erstmal. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir erstmal zu den anderen Punkten. Denn ich glaube, wir müssen auf dem Kompass erstmal zu dem Fragezeichen und zu diesem Auge da. Wahrscheinlich, wir müssen ja erst die Gasmaske holen. Die haben wir ja nicht. Deswegen müssen wir da erstmal schauen. So. Die Musik erinnert mich echt an Last of Us immer. Warte mal, hier ist was in 81 Meter, aber ich will hier nicht so viel Querfeld eingeben, weil die auch so viel halt Radioaktivität gibt.
Nicht, dass wir hier noch verstrahlt werden. Und natürlich haben wir auch Kundschaft rumlaufen, ne? Die uns daran hindern wollen, unseren Freund zu retten. Aber wir sind ja gut bewaffnet, so ist es ja nicht. Ich glaube, wir müssen hier rein. Jo. Oh, Alter. Was, wieso kriege ich da rot angezeigt? Wieso war da gerade rot? Deswegen war da rot. War ja, ist hier einer, oder was? Was? Hä? Wer? Wo? Hier drin, glaube ich, irgendwie was. Oh, wir wollen unbedingt Dietrich hier bauen, ne? Was ist das für Geräusche? Oh. Warte mal eben. Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun. Ich glaube, hier ist jemand, oder? Ich höre Schritte, schwere Schritte. Ich höre irgendwas. Irgendwas läuft hier. Glaube ich zumindest. Hallo? Alter! Willst du mich verarschen? Ich muss los. Bruder muss los. Gut, dass er Lootzeug hat. Was ist das denn für ein ekliges Vieh? Ii. Ich muss weg. Bruder, da muss ich los. Da muss ich aber dezent groß. Ich bin mal raus. Ciao! Puh. So, dann gehen wir mal zu dem Pünktchen da. Hier gab es nur Munition. Vielleicht gibt es da an dem Punkt da oben am Kompass irgendwas Gasmaskiges. Weil ich glaube nicht, dass wir die... Ich glaube nicht, dass wir die haben. Die Gasmaske. Keine Ressourcen hier. Oh, da sitzt jemand. Ach, ist das wieder DJ Bladman? Hallo. Добро пожаловать. Ja. Lust auf einen Handel. Tauschen. Покажи, что у тебя есть. Kugeln, Medikamente, Raid, nee. Nee. Okay. Приятного пикника. Ну, приятного это вряд ли. А вот расслабона будет достаточно. Hauptsache, er sitzt hier einfach, weißt du, mitten im Militärputsch hier. Aber Kreis ist anscheinend immer wieder... Kreis ist anscheinend immer wieder Händler. Aber Viereck, da waren wir doch gerade, oder? Das war doch hier. Aber haben wir da oben was... War das nicht die Munition? Dann ist da oben doch noch was anderes, wa? Warte mal. Ist da im Raum doch noch was anderes? Wer läuft denn da immer? Da läuft jemand. Ja, ist ja unsichtbar. Da, 9 Meter. Alter! Hab ich mich erschrocken! Mach doch nicht sowas! Junge! Alter, ich bin so nervös! Alter! Alter! Junge, 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 du kannst doch nicht sowas mit mir machen! Ah, hier! Ach, guck mal! Alter! Bruder, kommt der da einfach! Oh, Hallo! Ich, Puh, vielleicht sollte ich doch mal die Kamera zwischendurch anmeißen! Wer läuft denn da immer? Okay, auf jeden Fall haben wir das weg. Dann sollten wir vielleicht doch mal
Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun, ne? Dann sollten wir vielleicht doch mal zu unserer Hauptquest gehen. Ich dachte, wir finden ihn in der Gasmaske, aber... Puh, boah, da habe ich mich jetzt erschrocken. hatte ich die Kamera nicht an, Gott sei Dank. Puh, so. Dann lass mal gucken. Wir mussten hier irgendwo hin. Weiß nicht, ob hier noch andere rumschlawenzeln von den Soldaten. Einer war ja ausgeschaltet. Aber ich glaube, das... Ja, war das nicht der... Nee, das war nicht der Raum, ne? Den wir gefunden haben mit diesem riesen Reaktor, wo da... Oder... ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Wo da Gas drin war, wo wir nicht reinkamen. Hier waren wir auch schon mal. Hier hatten wir einen Händler gefunden gehabt. Der ist aber diesmal nicht da. Der ist wahrscheinlich weitergezogen. Aber wir hatten schon mal einen Raum gefunden gehabt. Da war so ein riesen Generator in der Mitte, glaube ich. Und da war auch Gas am Ausströmen. Naja. Aber wie kommen wir da rein? Soll ich euch was sagen? Wie wir da reinkommen? Das machen wir in der nächsten Folge. Bei Chernobyl Light. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Also, macht's gut. Tschüss.